Es ist einfach so, dass man ja ein sehr komfortables Leben geführt hat, indem man keine Brille braucht, indem man immer sehr, sehr gut gucken konnte. Und dann mit der Altersweitsicht kam es halt so, dass ich angefangen habe, jetzt eine Lesebrille zu brauchen, aber die natürlich immer vergessen habe, Leute. Ne? Und ja, du eigentlich... Ja, du hast ja dann schon immer so gesessen, ne? Absolut. Aber du, anstatt dir die Brille zu holen. Aber du eigentlich immer eine Brille. Ich habe die ganze Zeit eine Brille aufgehabt, ja. Ja, und da wollen wir jetzt was dran tun, ne? Du warst aber ganz schön nervös, ne? Ich bin null nervös. Warum soll ich denn nervös sein? Du musst nervös sein. Frau und Herr Steves, Sie sind heute zur Aufklärung da. Ja. Bezüglich der Crespi-Edolf-Methodik, die Dr. Breyer für Sie empfohlen hat. Die OP an sich dauert gar nicht so lange, 4 bis 5 Minuten tatsächlich. Das ist Wahnsinn. Dann ist es so, dass Sie tatsächlich die Aufgabe haben, 10 Sekunden ungefähr stillzuhalten. Das kriegen Sie hin, hat bis jetzt jeder Patient von uns hinbekommen. Okay, ja, genau. Hatte mich noch nicht. Nein, kriege ich hin. Wichtig ist, dass Sie bitte 2 Tage vor der OP keine Kontaktlinsen tragen. Das ist ganz wichtig. Am Tag der OP bitte keine Deos, keine Parfüms und keine Kosmetika am Auge auftragen, keine Schminke auftragen. Ich kann mir keine Smoky Eyes machen. Nein, Sie dürfen sich keine Smoky Eyes am Tag der OP machen. Das ist tatsächlich nicht, dürfen Sie nicht. Ohne Quatsch, die schlimmste Sache von allen fand ich jetzt eigentlich die Augenklappen. Augenklappen? Augenklappen, durchsichtige Augenklappen, damit sie da nicht unbewusst am Auge reiben. Das kriegen sie doch schon hin, das ist doch bevor sie im Schlafen gehen. Die ganze Nacht habe ich da so Augenklappen auf? Oh, leck mich am Arsch. Aber ich schlafe immer am Bauch. Genau, deshalb ja, kriegen sie diese Augenklappen. Damit du dir nicht die Augen nur schön in dein Kissen drückst. Mhm. Ja, so eine Voruntersuchung ist natürlich wichtig, damit die überhaupt wissen, was gelasert werden muss. Genau, ja, da sind ja viele Sachen, die dann untersucht werden. Ne? Das hatte ich ja so auch gar nicht erlebt. Beim normalen Augenarzttermin oder beim Optiker kriegst du diese ganzen Untersuchungen ja gar nicht. Hast du das nicht? Also bei mir wurde ja bei der Untersuchung auch der Anfang vom grünen Star festgestellt und ich musste nochmal vorgelasert werden. Und da finde ich ganz ehrlich, da sieht man auch, dass man schon öfter auch mal zum Augenarzt gehen sollte. Weil wären wir 10 Jahre später gegangen, hätte es gut in die Hose gehen können. Genau, ne? Muss man ganz ehrlich sagen, danke an diesen Zufallsbefund. Der große Tag ist da. Ich bin nervös, Schatz. Ey. So nervös bist du? Echt? Ich du gar nicht, nicht, ne? Nee. Ich bin zwar froh, wenn ich es hinter mir habe, aber also jetzt so, dann werden wir nachher drüber lachen. Davon gehe ich auch aus. Und ich freue mich unfassbar auf diese Lebensqualität. Ne? Ja. Boah, ohne Quatsch, jetzt so kurz bevor es da reingeht, ne? Boah, da geht mir echt noch mal richtig die Muffe. Ne? Also, boah, da hatte ich noch mal so die Buchse voll. Ne? Boah, ich bin kurz davor, den Schwanz einzuziehen. Ne? Das ist auch so lustig. Warum muss ich das aufsetzen? So, du kommst jetzt erstmal rein und bist total nervös und wirst dann erstmal richtig getropft, ne? Oh ja, oha. Oh, leck mir am Arsch. Ja, ich bin eine Muschi, das muss ich direkt sagen. Ne? Du hast ja dann die Betäubungstropfen, kriegst du. Genau. Ja, und dann geht's eigentlich auch schon los. Boah, dann kommt die Klammer. Boah, die mochte ich nicht. Du musst die haben fürs Auge aufhalten, aber die mochte ich nicht. Ja, das war ein bisschen unangenehm, aber es hat jetzt nicht wehgetan oder so, ne? Nee, unangenehm. Dann kommst du rüber und dann kriegst du was irgendwann in dein Auge geschossen, hat sich das Auge aufbläht. Das Auge schön still und ruhig halten. Genauso. Das merkt man aber so nicht, ne? Das ist nur, als wenn du so einen Luftzug ins Auge kriegst. Also, dass sich jetzt das Auge aufbläht oder so, merkt man gar nicht. Dann wirst du rübergefahren, musst auf so einen grünen Punkt gucken. Der schneidet den Flap, dann wird der umgeklappt, dann wird gelasert, 5 Sekunden, 13 Sekunden. Das wird auf beiden Seiten gemacht, Viertelstunde bist du da raus. Haben sie super gemacht, der Laser ist schon fertig. Jetzt wissen sie auch, warum das der schnellste Laser der Welt ist. Leck mich am Arsch. Das überlasse ich anderen. Man hat es gemerkt, aber es hat nicht wehgetan. Nein, null, ne? Null, und null. Man null. Konzentriert sich so auf diesen grünen Punkt, weil man ja Angst hat, irgendwie vielleicht falsch zu gucken. Genau, du dass dann gar irgendwie was nicht in Ordnung ist nachher. Also man konzentriert sich wirklich so auf den grünen Punkt und man merkt wirklich gar nichts. Ja, man soll bei der OP nicht reden, ne? Und an sowas halte ich mich ja. Ab jetzt dann bitte nicht mehr sprechen. Darf ich ihn noch einmal an der Nase kratzen? Dann machen Sie das. Auf den grünen Punkt, auf dem linken. Genau. Immer auf den grünen Punkt, ne? Genau, nicht mehr sprechen bitte. Alles ist so, wie Sie es machen, richtig. Sonst sage ich was. Wann werde ich gelasert?
Kommen wir gleich dazu. Ich merke schon, da ist jemand richtig geduldig. Gell? Also ich war richtig überrascht, dass es so schnell ging. Ich habe gedacht, da kommt jetzt noch was und ich war schon fertig. Ja, ne? Wahnsinn, ne? Das ist ja, ja unglaublich. Und wie war's? Ja, total entspannt. Man kriegt das ja vorher immer gesagt, aber du glaubst es ja nicht so richtig. Nein, aber ich habe gedacht, irgendwas muss doch jetzt da noch kommen. So schnell kann es ja jetzt nicht fertig sein. Also das war unglaublich. Vielen lieben Dank. Gern geschehen. Dann geht's schon wieder nach draußen. Ja, jetzt geht's ab zur Nachuntersuchung. Ja, ne? Nächsten Tag direkt ist die Nachuntersuchung und war alles in Ordnung bei beiden, ne? Ja. Ja, du machst jetzt noch ein paar Tests und dann kommt der große Causus Knactus, der Sehtest. Und da muss ich sagen, der Wahnsinn. Selbst der Arzt war überrascht, wie gut ich lesen kann. Sie würden dich während deines Besuchs hier sehr gerne sehen. Prima. Boah, bin ich sexy. Leck mich am Arsch, das hättest du nicht gesehen. Aber schon gut, ne? Super. Ein Tag nach der OP, ja. Dieses Ergebnis, ja. Ich habe mit allem gerechnet, aber ich habe gedacht, das ist dann irgendwann so das Endstadium. Ja, ja. Ne? Und das jetzt ein Tag nach der OP, ich finde es unfassbar. Super. Wirklich unfassbar. Freut mich. Also Sie haben mich ganz schön glücklich gemacht. Gut, gerne. Also bei mir bei dem Sehtest war noch nicht so gut wie bei dir. Also wird ja auch nie sein, weil ne, du hast eben halt bessere Augen. Von der Grundvoraussetzung. Aber ich war super zufrieden. Also, und vor allen Dingen mir war auch wichtig, dass ich jetzt auch kleine Schrift lesen kann. Auch hier ist es super. Bei Ihnen sieht man, Sie haben ein bisschen mehr trockene Augen. Sie haben in der Nähe 80% und da das rechte Auge das Auge für die Ferne ist, haben Sie da 60%. Womit hat es zu tun? Mit dem, was ich gerade gesagt habe, mit dem trockenen Auge. Mhm. Da ist es nämlich so, als hätte, würde man durchs Fenster gucken und da wären lauter kleine weiße Punkte. Ja. Sie werden auch merken, dass das rechte Auge deutlich mehr blendempfindlich ist. Ja? Aber das ist eine temporäre Sache, die komplett verschwinden wird. Super. Wir haben jetzt das eine Auge auf weit, das andere Auge auf nah. Es ist ja so, dass das 100 Tage, also bis zu 100 Tagen dauert, dass du das vermittelst, dass du wieder ordentlich sehen kannst. Ja. Zurückblickend, jetzt nach 5 Wochen, haben wir das auch. Wir haben ja wirklich tolle Tage, wo ich denke, ich bin ein Adler. Und wir haben schlechte Tage, wo ich denke, oh, heute nervt es mich. Aber das ist nur beim Weitsehen. Also wir können, nah kannst du alles sehen, nur in der Ferne ist es so ein bisschen verschwommen teilweise. Manchmal besser, manchmal schlechter, aber das reguliert sich alles noch ein. Nicole hat es mir jetzt vorweggenommen, wofür macht man das mit einmal weit und einmal nah? Weil das war mir gar nicht so bewusst. Ich habe dem Arzt eigentlich von Anfang an ja zu 100% vertraut, als er sagte, so machen wir das. Es ist einfach, dass du trotz Altersweitsicht, die ja korrigiert wird, dann aber auch keine Lesebrille brauchst. Ich habe beim iPhone, habe ich das wirklich komplett auf links, also auf klein die Schrift und ich kann es super lesen. Und wenn die Weitsicht sich kumuliert hat, auch super weit gucken. Wahnsinn. Wir werden natürlich noch mal eine Story machen, wenn das Auge, wenn das Gehirn das richtig vermittelt hat. Aber das, da muss man geduldig sein. Ne? Mhm. Das dauert ja wirklich bis zu... Ja, das ist ja auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Genau. Ne? Weil bei uns dauert es vielleicht länger, vielleicht ist es bei dir schneller als bei mir oder umgekehrt. Das ich weiß bin ja 20 Minuten voraus. Du bist 20 Minuten voraus, das stimmt. Ich wurde 20 Minuten eher operiert. Also ganz ehrlich, Leute, man kauft sich keine tolle Sicht. Man kauft sich ganz viel Lebensqualität. Du hast einfach wieder eine 100%ige Lebensqualität dadurch, richtig? Ja, das ist einfach wunderbar. Das Wahnsinn ohne Brille.